Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich darf Sie recht herzlich zu diesem ersten Informationsvideo begrüßen bezüglich des Aufbaus der thematischen Vorlesungen im Wintersemester 2020, die sich um Reformationen und Revolutionen drehen wird und spezifisch darum, welche Rolle und Wirkungsmacht dabei Sprache gern zugewiesen wird. Und auf diese Vorlesung freue ich mich schon sehr, denn es sind einige Aspekte, die ich tatsächlich auch ausprobieren möchte, mit Ihnen gemeinsam mir zu erarbeiten. Heute würde ich Ihnen aber ganz gern die organisatorischen Details vorstellen, die Sie ein wenig einstimmen sollen darauf, wie die ganze Vorlesung aufgebaut ist. Und ich hoffe, dass heute zumindest erstmal alles soweit klar ist, dass wir in 14 Tagen in die Vorlesung werden starten können. Vielleicht ganz kurz so viel, also es ist natürlich nur eine thematische Vorlesung, aber prinzipiell ließe sich daraus ableiten, wie, denke ich, darüber nach, könnte eine thematische Vorlesung unter den Vorzeichen des digitalen Semesters idealerweise aussehen, und das würde ich heute ganz gern beleuchten. Und zufälligerweise ist die thematische Vorlesung Reformationen und Revolutionen eben eine solche thematische Vorlesung im Wintersemester. Also das Ganze hat durchaus auch grundsätzlichen Charakter. Ja, vielleicht ganz kurz zu den organisatorischen Details für die Lehre im Wintersemester. So viel, meine Sprechstunde wird donnerstags um 13 bis 14 Uhr stattfinden oder auf Werbei. Überlegen Sie sich selbst, ob Sie in die Wiener Straße 48 kommen wollen oder ob Sie die Vorlesung, die Sprechstunde digital besuchen möchten. Eine Anmeldung ist im Übrigen dafür nicht notwendig. Üblicherweise lege ich meine Vorlesung auf Donnerstag 9 bis 11. Dort übernehme ich aber im Moment ein Seminar Morphologie und kann deshalb die Sprechstunde um diese Zeit nicht anbieten. Zentral für die Vorlesung, und ich möchte Sie bitten, sich vor der Vorlesung bereits mit der Matrix auseinanderzusetzen, ist ein Matrixraum zur Vorlesung. Und diesem treten Sie bitte bei. Ich benutze Opal nur als erste Tür und als erste Schwelle, um Sie via E-Mail mit ersten Informationen zu versorgen. Es wird nicht so sein, dass ich den Kurs über Opal aufbaue. Und es wird auch nicht so sein, dass ich permanent doppelt Kommunikation über E-Mail, Opal und über Matrix anschieben werde. Bitte kommen Sie in den Matrix-Raum zur Vorlesung. Das ist ein sehr progressiver Messenger, der Ihnen von der TU Dresden als Instanz auf Servern der TU Dresden zur Verfügung gestellt wird und eine ähnliche Funktionalität wie Telegram aufweist, nur dass die Dateigrößen noch etwas kleiner sind, aber geschenkt. Es funktioniert. Es hat separate Clients für iOS und Android und einen PC-Web-Client, PC-Client und einen Web-Client. Also Sie können mit der Matrix auf jedem Device, das Sie zur Verfügung haben, arbeiten, und Sie sollten das auch tun. Das ganze Material zur Vorlesung finden Sie unter dem angegebenen Link. Im Beschreibungsbereich unter diesem Video verlinke ich auf die wichtigsten Links, die ich hier jetzt in dem Video nenne. Zentral ist aber der Blogartikel zur Vorlesung, der sich hinter diesem Bitly-Shortlink versteckt. Hier teile ich tatsächlich alle Informationen, Aufbau, thematische Orientierung der Vorlesung, Literaturverzeichnisse und so weiter und so fort, alles in diesem Blog-Eintrag. Die thematische Vorlesung in diesem Semester, das wird nicht anders sein als in den Semestern zuvor, werde ich streamen zu YouTube. Im letzten Semester habe ich das asynchron vorbereitet und dann gemeinsam mit Studierenden in der Matrix als Videopremiere, als YouTube-Premiere gesehen. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, würde ich dieses Semester ganz gern die Vorlesung, zunächst war sie digital angekündigt, dann doch in ein hybrides Format schieben. Und die Information zur Abfrage, zur Umfrage, wer in Präsenz sich zu welchem Termin vorstellen kann, dazu sage ich gleich noch etwas. Ansonsten wird sich aber nicht viel ändern, sondern es wird einen Livestream nach YouTube geben und danach anschließend eine Diskussion tagesaktueller Beispiele in der Matrix. Doch dazu gleich mehr. Die Vorlesungen, die ich in Dresden halte, sind alle als Podcast verfügbar auf den gängigen Portalen, also das heißt Spotify, iTunes, Pocket Cast und Castbox. Wenn Sie daran Interesse haben, hören Sie schon mal rein. Zur Vorlesung selbst und zu den Seminaren sammle ich jederzeit anonymes Feedback. Und dieses anonyme Feedback, das können Sie bitte zur jeweiligen Veranstaltung oder zur gesamten Veranstaltungsreihe geben.
Und es ist immer so, dass ich das Feedback offen lasse für die Veranstaltungen des letzten Semesters und des aktuellen. Also Sie können im Moment auch noch Feedback abgeben für die Lehre im Sommersemester. Wenn Sie andere Kontaktdaten an unserem Lehrstuhl suchen zu Tutorinnen oder zu anderen Mitarbeitern, Lehrenden, habe ich Ihnen hier die Kontaktadresse angegeben für den Fall, dass Sie diese Informationen brauchen. Ja, schon angekündigt habe ich, dass ich aus der Vorlesung, aus dem Raum selbst nicht heraus möchte, nämlich der ABS E08 am Freitag in der dritten Doppelstunde. Allerdings ist die Corona-Belegung dieses sehr, sehr schönen Hörsaals im Moment bei 12 und obwohl dort üblicherweise mehr als 100 Studierende Platz haben in dem Vorlesungsraum. Deshalb, wenn Sie Interesse haben, an einem der Präsenztermine teilzunehmen, dann tragen Sie sich bitte in dieses Formular ein. Und zwar geben Sie bitte 3 Wünsche an und einen Ersatzwunsch. Und ich versuche dann, wenn die Hygieneregelungen so bleiben, wie sie sind, und es keine Verschärfung gibt, werde ich einzelne Termine in Präsenz realisieren und hoffe so, dass ich Sie jeden und jede einmal in diesem Semester sehen kann. Aber bitte, es ist fakultativ. Sie müssen sich bitte zu nichts verpflichtet fühlen. Und wenn Sie im digitalen Raum bleiben möchten, werden Sie, da wir live streamen und auch die anschließenden Videokonferenzen übertragen, haben Sie daraus keinen Nachteil. Versprochen. Ja, wie wird die Vorlesung aufgebaut sein als digital gestützte thematische Vorlesung? Input-Videos wird es geben, kann es geben. Im Moment plane ich aber mit einem Streaming-Format, das ich Ihnen dann asynchron zur Verfügung stelle. Das Besondere ist an diesem Streaming-Format, dass das nur die Hälfte der Vorlesungszeit in einem Zeitslot erfassen wird. Das werden Sie gleich sehen. Und dadurch sich neben der Wissensvermittlung oder der Präsentation auch die Möglichkeit ergibt, in der Vorlesung miteinander synchron ins Gespräch zu kommen, also entweder über Chat oder über Videokonferenz. Und analog dazu der Audio-Input asynchron, denken Sie sich bitte einfach die Podcasts als solche, die ich Ihnen nachträglich zur Verfügung stelle. Wie wird eine typische Vorlesungssitzung aufgebaut sein? Zunächst wird es 40 Minuten Input geben, ob jetzt aus Videokonserve oder aus Stream, sei mal dahingestellt. Dann werden wir 40 Minuten miteinander interagieren, und zwar zu einem tagesaktuellen Thema. Auch Diskussionen in Kleingruppen sind hier möglich. Dafür werde ich wahrscheinlich auch hier in der Vorlesung auf das Tool YourTribe setzen. Dann wird es die Möglichkeit für Feedback geben und dann nehme ich mir immer noch für jede Sitzung 5 Minuten Zeit, um Sie tagesaktuell über aktuelle Entwicklungen an der TU Dresden zu informieren. Möglicherweise brauchen wir das in dem Umfang im Wintersemester nicht mehr wie im Sommersemester, aber das warten wir mal ab. Ich reserviere den Slot mal. Ja, mit welchen Tools arbeite ich dafür? Üblicherweise, da sehen Sie hier mal eine ganze Liste, die man dafür nutzen kann. Also im Moment verwende ich Streamlabs OBS. Das ist ein OBS-Aufsatz, mit dem ich entweder live nach YouTube streame oder Videos als Konserve produziere, so wie dieses jetzt hier, und dann als Video, in dem Fall bei mir öffentlich, auf meinen Kanal einstelle und für Sie auffindbar mache als Open Educational Resource, also als OER. Und neben YouTube haben Sie die Lehrenden ab Mitte Oktober, also seit 4 oder 5 Tagen, die Möglichkeit, Ihre Videos auch im Videocampus Sachsen einzustellen und Videos, die bisher gedreht worden sind, über Magma dort zu implementieren und importieren. Audiokommentar mit PBDX, also mit Präsentationen, Audacity, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Podcast, wie gesagt, habe ich angedeutet. Die Interaktion und Organisation mit Ihnen, zentrales Element ist die Messenger-Gruppe oder der Messenger-Matrix, auch E-Element auf dem Matrix-Protokoll. Und daneben spielen Videokonferenzen eine große Rolle. Üblicherweise verwenden wir dafür entweder BigBlueButton oder ich in meinem Fall GoToMeeting. Und, aber auch hier wird YourTribe noch daneben treten als Tool. Ja, Diskussionen in Kleingruppen, das hatte ich schon gesagt, kann hier eine Rolle spielen, um kollaborative Arbeitsergebnisse möglicherweise von Diskussionen festzuhalten, werden wir auf CryptPads oder Etherpads setzen.
Möglicherweise implementiere ich hier auch Miro als ein Board, auf dem Sie unterschiedliche Files ablegen können. Das wird sich im Verlauf der Vorlesung einfach zeigen. Feedback, das sind die üblichen Verdächtigen, die hier genannt sind, und auch die Information und am Schluss der Vorlesung, der jeweiligen Vorlesung, werden sich hier nicht unterscheiden von allem anderen. Ja, also, ich streame oder streame direkt nach YouTube oder stelle Konserven ein. Das ist eigentlich der primäre Kanal der Wissensvermittlung in dieser Vorlesung. Je Sitzung circa 40 Minuten. Und daneben wird aber in der Matrix, das sehen Sie links, und entweder Jitsi oder YoTribe, das schauen wir mal, und CryptPad kommuniziert. Das heißt, in der Matrix haben Sie ein Messenger vor sich. Und das CryptPad ist eine offene Umgebung, die Sie als eine verschlüsselte Open Office Plattform begreifen können, mit zahlreichen Programmen, die Sie nutzen können. Schauen Sie sich das mal an, machen Sie sich damit vertraut, ist eine sehr, sehr interessante Umgebung und mit wenigen Abstrichen eine interessante Alternative zu dem Google Workspace, das heißt nicht mehr Google Suites, also Google Workspace oder Office 365. Also das heißt, das ist, würde ich mir wünschen, dass das stärker unterstützt würde und noch einige zusätzliche Funktionen implementiert bekäme. Dann hätten wir eine datenschutzkonforme Open Office Umgebung hier, die wir in der Lehre nutzen können. Daneben werde ich aber benutzen experimentell YoTribe mit Element auf Matrix-Protokoll im Hintergrund und das Miro-Board, auf dem Sie kollaborativ arbeiten können und, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Mindmaps anlegen. Ob und wie wir das brauchen in der Vorlesung, das weiß ich jetzt noch nicht. Das wird sich auch an Ihren Wünschen und an Ihren Bedarfen orientieren. Denn, so viel sei schon jetzt gesagt, die Vorlesung verfolgt auch die Zielorientierung, dass Sie nicht nur gemeinschaftliche Ziele definieren, also wo wollen Sie alle gemeinsam stehen am Ende des Semesters, idealerweise mit einer bestandenen Prüfungsleistung, sondern gibt es individuelle Ziele, die Sie in der Veranstaltung verfolgen möchten und die wir dann auch am Schluss qualitativ evaluieren können. Hier ist zum Beispiel das Einüben in neue Präsentationstechniken oder das Arbeiten mit bestimmten Präsentationstools und kollaborativen Tools eine dankbare Aufgabe. Aber in der Vorlesung ist es natürlich immer etwas schwieriger als in einem Seminar. Ja, zu den Prüfungsleistungen selbst. Hier jetzt mal die wichtigsten aufgelistet. Es mag sein, dass die ein oder andere fehlt, die Sie im Aqua-Bereich oder im Ergänzungsbereich absolvieren können in dieser Vorlesung. Das ist die lektürebezogene Aufgabe, die Klausur, das unbewertete Thesenpapier und die Kurzüberprüfung. Zu den Prüfungsinformationen habe ich Ihnen unten den Link angegeben. Bitte, und das ist eine zentrale Voraussetzung, auch um in dieser Vorlesung mitzudiskutieren. Ich zeichne in der Regel Diskussionen in Videokonferenzen auf. Und damit ich das tun kann, möchte ich Sie bitten, die Einverständniserklärung zu Bild- und Tonaufzeichnungen auszufüllen und mir im Verlauf der nächsten 2 Wochen digital zuzusenden. Die Informationen dazu habe ich Ihnen in die Matrix-Gruppe bereits eingestellt. Nutzen Sie diese. Ich sammle jetzt die Informationen auch nach und nach und fasse sie auch nochmal in einem Dokument zusammen, sodass Sie die in der Matrix auf einen Blick sehen können. Genau, kommen wir erstmal zu den schriftlichen Leistungen, also lektürebezogene Aufgabe oder unbewertetes Thesenpapier, Kurzüberprüfung. Das ist im Wesentlichen eine Rezensionsleistung zu einem selbstgewählten Thema und einer selbstgewählten wissenschaftlichen Veröffentlichung im Kontext der Vorlesung. Und Sie besprechen hier entweder in Kurzform einen aktuellen Aufsatz oder eine aktuelle Monographie mit einem Umfang zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen beziehungsweise 8.000 und 11.000 Zeichen. Und Sie können sich bei der Abfassung an den Standards der Zeitschrift für Rezensions- und Germanistische Sprachwissenschaft, ZAS, orientieren. Die ist Open Access, veröffentlicht bei De Kreuter. Wenn alles normal verläuft, dann wäre die schriftliche Leistung einzureichen bis zum 15.03.2021 und zwar digital via PDF unter dem Betreff Hashtag PL, dann ein Leerzeichen Lasch und als Ausdruck fürs Archiv. Dazu sage ich aber in der Vorlesung noch genug, also nur erstmal zur Vorinformation. Die Klausur selbst in der Vorlesung wird auch
das ist gute Tradition in meinen thematischen Vorlesungen, als Open Book Exam realisiert. Also hier in dem speziellen Fall als dann auch so genannt als Take-Home Exam. Und zwar schreiben Sie einen Essay zu einem spezifischen Thema aus der Vorlesung, das Sie mit den Materialien aus der Vorlesung bearbeiten können. Also Sie dürfen hier tatsächlich alles nutzen, was Ihnen zur Verfügung steht. Und haben dafür eine bestimmte Bearbeitungszeit. Und hier in dem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass wir das als Take-Home-Examen über Opal realisiert haben. Einige von Ihnen werden mit digitalen Prüfungen schon ihre Erfahrungen gesammelt haben, so dass ich denke, dass es durchaus ausreicht, wenn wir da uns im Verlauf des Semesters darauf verständigen, wie wir das Ganze handhaben wollen. Möglicherweise schwenke ich auch auf eines der Portale, also Onyx, um, also Opal-Exam, um hier die Klausur zu realisieren für Sie. Das ist aber jetzt im Moment tatsächlich noch viel zu früh, um da irgendwas Valides dazu zu sagen. Nur so viel, es wird keine Abfrage deklarativen Wissens geben mit 47 Aufgaben und Proctoring, ja, also das an unserer Universität ohnehin verboten ist. Ja, jetzt bleibt mir zum Schluss eigentlich dann nur noch einmal darauf zurückzukommen, auf diese Einverständniserklärungen für die Veröffentlichung. Es ist tatsächlich so, dass ich mir vorbehalten würde, einzelne studentische Arbeiten zu veröffentlichen, und zwar entweder auf dem Blog unserer Professur, also unter gls-dresden.de oder auf LinkDrafts. Das ist ein Blog, das ich gemeinsam mit anderen LinguistInnen betreue. Und dort haben wir schon im letzten Semester studentische Beiträge zusammengefasst. Warum tue ich das? Damit ich Ihre Arbeit sichtbar mache und vor allen Dingen auch zeige, was wir in der Germanistik an der TU Dresden leisten. Und sind damit hoffentlich Orientierung und Vorreiter, will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen noch VorreiterInnen im Bezug auf die Publikation von studentischen Arbeiten als Open Educational Resources oder Open Access Publikation. Also die Openness-Idee steht hier ganz stark im Hintergrund. Daneben, das schließt den Kreis dann, COCOSA wäre das Open Access Portal, das in Sachsen etabliert ist. Es kann umfassen Präsentationen, Hausarbeiten, Rezensionen und Lehrvideos. Das heißt, wir decken hier die ganze Bandbreite ab, auch ihre Kurzüberprüfungen. Klausuren veröffentliche ich in der Regel aber nicht. So, ich hoffe, dass das erstmal eine erste Information gewesen sein kann, wie die thematische Vorlesung im Wintersemester aufgebaut sein wird. Erwarten Sie bitte, dass Sie in den nächsten Tagen immer zeitnah informiert werden. Voraussetzung ist noch einmal zum Abschluss bitte, dass Sie in die Matrix-Gruppe zur Vorlesung kommen und sich dort anmelden. Alle Informationen zur Vorlesung selbst finden Sie unter www.gls-dresden.de. Am Puls der Zeit sind Sie, wenn Sie mir bei Twitter folgen, und das anonyme Feedback, das hatte ich schon erwähnt, das können Sie jederzeit nutzen und mir zu meinen Veranstaltungen geben. In diesem Sinne bin ich jetzt ganz erstmal herzlich, Ihr Alexander Lasch, und hoffe, wir sehen uns dann wenigstens oder spätestens in 14 Tagen über die Matrix in der Vorlesung. Und darauf freue ich mich schon sehr.